Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie ihr seht, ich ziehe meine Sonnenbrille an. Ballert mir hier die Sonne ins Gesicht. Oh, schön, da dürfen wir uns nicht beschweren. Wie, also jetzt mal ohne Witz, ich bin der wetterfühligste Mensch der Welt wahrscheinlich. Migräne bekomme ich nur, wenn die Wolken tief hängen. Ich weiß gar nicht, ob das dann Tiefdruck oder Hochdruck ist. Ich habe keine Ahnung. Aber mein seelischer Zustand bei Sonne und bei Wolken, zwei verschiedene Paar Schuhe. Alles. Also ich hab so ein bisschen das Problem, dass mir auch die bei kaltem, nassem Wetter die Gelenke wehtun. Und dann wird sowieso erstmal alles scheiße und dann ist man doof drauf und dann führt eins zum anderen. Und es gibt so eine, ich habe das Gefühl, wenn es kalt und düster ist, gibt es bei mir immer so eine Überdramatisierung aller Dinge. Also alles sieht dann irgendwie schlecht aus und Sachen, über die man sich gar keine Sorgen machen müsste, sind total schlimm und deshalb weiß ich nicht, warum ich eigentlich in Hamburg lebe. Man könnte ja meinen, man könnte sich das Leben vereinfachen, man würde wesentlich weniger Medikamente nehmen und man würde wahrscheinlich auch länger leben, würde man dem Wetter angepasst hausen. Ja, gut, ist im Moment nicht möglich. Ich habe mir das nicht so gut überlegt mit der Sonne, aber ihr verzeiht mir eine Sonnenbrille ja sowieso. Und wir stehen das jetzt hier durch, weil ich möchte keinen Sonntag ohne euch abhängen. Unsere Hangouts. Ihr Lieben, Hotelstress. Ja, wir hatten. Die meisten von euch wissen ja, also wenn sie bei Insta reingucken, dass das Okura so das Hauptziel war. Immer gesagt habe, eines dieser Hotels, die wir im Zuge unserer Trip Reports besuchen müssen. Es ist eins der bekanntesten, es ist die schönste Lobby dieser Welt. Und das ist ganz wichtig, ist, dass wir über dieses Hotel reden in unserem Mikrokosmos von schönen Dingen, von den schönen Dingen des Lebens. So, und da gab es ein Problem. Also wir hatten 4 Monate lang das Gefühl, es gäbe keins. Und wenn dann so ganz kurz vor der Reise feststeht, das Zimmer ist gar nicht reserviert und eigentlich gibt es gar keine Zimmer mehr, dann beginnt die Hektik und die Sorge. So, jetzt habe ich aber noch eine Sache übers Okura gehört. Gossip, ja, das ist Gossip. Also es hat eine Person auf YouTube der Welt erzählt. Ich habe eine zweite Geschichte, die genauso ist, auf TripAdvisor gelesen. Und zwar geht es um Folgendes. Das Okura, wie jedes 5-Sterne-Hotel, hat natürlich einen Pool. Und in diesem Pool, laut der Geschichte des Herrn, ich sag nicht so, dass es, ich sag nicht, dass es so ist. Ich kann es nicht bestätigen, aber man kommt da oben an und muss seine Schläppchen, was auch immer man trägt, ob man vielleicht noch die Schuhe, die Slipper aus dem Hotelzimmer trägt oder ob man seine Adiletten mitgebracht hat, was weiß ich, womit man sich jeder von uns Richtung Pool bewegt, aber die tauscht man dann gegen besondere Schlappen. So weit, so gut, finde ich ja nicht schlimm. Also ist ja, ne, wenn die Hygienevorschriften, sage ich, Daumen nach oben, dann muss man eine Badekappe aufziehen. Ist in Japan so vollkommen okay, zieht man eine Badekappe auf. Aua, zieht an den Haaren. So, dann wird man zu einem Locker geführt, wo dann diese Slipper reinkommen und zu einem zweiten Locker, wo die Klamotten rein dürfen. Auch wahrscheinlich Hygienesache, man will nicht, dass die Schuhe zusammen mit den Klamotten da stehen. Vielleicht ist es auch eine Höflichkeitsgeste, keine Ahnung. Aber dann, wenn man an den Pool kommt, hat man einen Slot. Man hat einen Zeitslot von 40 Minuten. Da würde ich auch noch sagen, oh komm, gut, ist ja klar, wenn hier viele Leute rein wollen und man will, dass alles ruhig bleibt. Kinder dürfen sowieso, glaube ich, nicht an dem Pool unter einem gewissen Alter. Also Rumgebrüll und so gibt es da wahrscheinlich nicht, aber 40 Minuten Timeslot. Und dann schwimmt man los und haltet euch fest. Der Mann dachte, er könnte zwischendurch mal kurz ein bisschen dümpeln. Dann kam jemand an und hat ihn aufgefordert, weiterzuschwimmen. Da ist kein Stehenbleiben, also man muss in seiner Zeit schwimmen. Und so, also finde ich ja unglaublich, das hört sich ja ein bisschen an, als wären wir, als wäre es eher ein Hotel in China oder Nordkorea. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber der meinte, es war so schlimm und dann hat er auch, wollte auf dem Handy kurz eine Mail checken, kam von allen Seiten Leuten angerannt und wollten ihm, haben ihm gesagt, dass das Handy hier nicht benutzt werden darf, beziehungsweise keine Fotos gemacht werden dürfen.
Das ist so, das weiß ich. Und das ist aber auch sogar hier in unserem Schwimmbad so. Man darf das Handy nicht rausholen, um Fotos zu machen. Weil man ja Frauen, Männer in Badeklamotten fotografieren könnte. Ist alles okay. Aber wir haben einen Punkt, über den wir reden müssen, nachdem wir dort angekommen sind. Jetzt ist es so, dass wir die ersten 4 Nächte aber nicht im Okura bleiben, sondern im Ritz-Carlton. Und zwar nicht nur in einem Zimmer im Ritz-Carlton, sondern in der Carlton Suite. Und das war so ein bisschen wie eine Wiedergutmachung. Ich habe das ja alles über meinen Travel Agent gemacht. Und es war zu dem Zeitpunkt, weil wir so kurz vor der Reise sind, es kommt zu einer besonderen Zeit in Japan. Es gibt die sogenannte Golden Week. Und die Golden Week, die geht noch bis zum 6. Mai. Und in der Golden Week haben alle Japaner frei. Also alle können nicht frei haben, ist klar, sonst funktioniert ja nichts mehr. Aber die meisten Japaner haben frei. Das sind die Preise wahnsinnig angezogen. Jetzt war es so, dass es von den Hotels, mit denen wir arbeiten wollen, mit denen ich einen Trip Report machen möchte, also das preiswerteste von all den, vom Shangri-La, vom Mandarin Oriental, vom Park Hyatt, all diese Hotels, die ihr kennt, die auch eine Historie haben, über die es sich lohnt zu reden, weil ich kann ja nicht im Ibis absteigen und euch vom Ibis erzählen. Das bringt ja alles nichts. Das preiswerteste Hotel war das Ritz-Carlton mit, Achtung, 700 € die Nacht. Und da wurde mir ganz schlecht in der Magengegend. Jetzt ist es aber so, dass wir auf eine Suite upgegradet wurden im Vorhinein von unserem Travel Agent in eine Carlton Suite, die alleine schon 2,21, glaube ich, kostet pro Nacht. Und da fühlen sich die 700 dann wieder nicht so schlimm an. Ja, wir machen das Beste draus und ich werde sofort berichten. Und diesmal habe ich mir geschworen, dass wir nicht nur hochkant drehen, denn die von euch, die bei Insta sind, wissen, dass es Trip Reports von einer Reise noch und nöcher gibt. Mindestens immer 15 Trip Reports und kuratierte schöne Sachen von mir, aber es gibt sie halt alle immer nur hochkant. Jetzt wäre die Frage, wenn jetzt ein paar Leute sagen, oh genau, erste Frage an euch, bitte, bitte schreibt es doch mal in die Kommentare. Wäre das trotzdem irgendwas, das okay ist, wenn zum Beispiel wir uns hier zusammen Hangout treffen und wir sagen, wir reden aber in einem Hangout auch über einen Trip Report, eine Sache, die ich leider nicht im Querformat aufgenommen habe, dann könnte doch hier das Hochkant laufen und ich kann derweil darüber reden. Oder man fährt es einmal ab, ihr guckt es an und dann reden wir drüber. Ich meine, eigentlich, oder? Also, das ist ja. Sonst ist es einfach nur verschwendet. Vielleicht ist es doch gar nicht. Wir können es ja als Bonus machen. Wir streichen dafür keinen Sunday Hangout oder so. Aber ich finde, doch, wisst ihr was? Ich halte es für eine gute Idee. Ich schreibe mir das mal auf. Ihr seid live dabei. Ich lege mal kurz das Mikro weg. Hochkant Trip Reports in YT Hangouts. Ja, das ist doch schön. Dann machen wir das, dann können wir ein bisschen drüber reden. Vor allen Dingen, das ist ja auch das, was jetzt hier YouTube und ihr, die hier seid, ein bisschen ausmacht. Wir machen nicht alles so hoppladihopp in 90 Sekunden, sondern wir können ein bisschen darüber reden und wir entspannen uns und es ist so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und da halte ich das für eine gute Idee, dass man nochmal so ein paar extra Infos loswerden kann. Aber in Japan werde ich von jedem Hotel, von den wichtigen Dingen, genug Querformat aufnehmen, damit ich auch hier für YouTube wieder Hotel-Reviews und Trip-Reports machen kann. Vielleicht ist das schön, wir finden uns in der Mitte. Ich mache wieder Sachen für YouTube und wir gucken uns vielleicht noch ein paar Sachen an, die wir auf Instagram behandelt haben.
Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die ersten 4 Tage im Ritz-Carlton in der Carlton Suite. Und dann sind die restlichen Tage, weil ich diese Geschichte mit dem Pool so ein bisschen unnerving fand und dachte auch so mit meinen Tattoos, kann ich da überhaupt rein in den Pool, weil es ist eine japanische Familie, denen das Okura gehört. Und wer weiß, ob die da auch irgendwie genauso sind mit dem Zeigefinger. Deshalb haben wir unsere restlichen 9 Tage aufgeteilt in 3 verschiedene, wie sagt man, Reservierungen. Damit wir, wenn wir am ersten Tag merken, okay, die spinnen, also wir müssen, man da muss wirklich 40 Minuten durchschwimmen oder ich hörte auch noch so Geschichten, dass man sich nicht einfach auf eine Bank setzen darf, da irgendwo, weil das ist eher Deko und das, wenn die da so streng sind und ich mich beobachtet fühle, ja, dann ziehe ich die Reißleine und sage, Wiedersehen, ihr Lieben, wir gehen zurück ins Carlton oder wir gehen ins Park Hyatt. Nee, Park Hyatt geht nicht. Das hat ab dem 7. Mai für 1 Jahr geschlossen, denn es wird renoviert. Ja, für die, die es nicht wussten oder die große Fans von Lost in Translation sind, natürlich wäre das eine Option gewesen, aber seit den 90er Jahren ist da nichts passiert. Das Design, die Technik, es ist alles so veraltet und es wird höchste Zeit, dass dieses Hotel renoviert wird. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht im Park Hyatt gelandet sind, weil Leute da rauskamen, kopfschüttelnd und gesagt haben, hier kannst du nicht mehr bleiben. Und deshalb warten wir jetzt, bis sie das Ding renoviert haben und dann wird alles sehr, sehr schön werden. So unsere Vermutung. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir hinfahren, aber ja, ich finde, wir könnten ruhig, also wir warten jetzt nicht eine Woche, bis wir wieder hier so ein Hangout machen, sondern ich glaube, wir müssen fast täglich mal berichten. Und was ich auch extra für YouTube machen wollte, wir werden uns, ihr wisst ja, Japan hat eine große Convenience Store Kultur und wir werden uns dort im Convenience Store, das ist dann so ein 7-Eleven oder ein Lawson, wir werden uns alles holen, was es da gibt, alle Snacks dieser Welt und dann werden wir die, Rico und ich, hier für euch bei YouTube alles durchprobieren. Und das wird wahrscheinlich lustig, weil ich, der keinen Fisch mag und schon gar keine Meeresfrüchte, wird es nicht ganz so leicht haben. Ja. Und ich mag auch nicht, wenn man mein eigentlich salziges Essen irgendeine süße Note hat. Gut. Wir werden sehen. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz toll und spannend. Und wer sich erinnert, ich habe das letzte Mal erzählt, dass wir so ein ganz kleines bisschen den Fehler gemacht haben, unsere Japan-Vorfreude mit LA-Vorfreude, also die zuzulassen. Die nächste Kalifornien-Liebe, die einfach in uns steckt und wir einmal im Jahr dahin müssen, die hat uns übermannt und wir haben doch angefangen, auf Apple TV John Sugar zu sehen. Super, große Empfehlung, kann ich wirklich nur empfehlen, gerade für Menschen, die Film Noir mögen. Astrein, also richtig, richtig, richtig geil. Und dann haben wir auch 1923 geguckt. Wir hatten uns 1923 aufgehoben, weil wir dachten, ja, wir warten halt noch ein bisschen, wieder kurz vor Amerika. Nein, aber wir haben 1923 in einem durchgeguckt, verschlungen. Sehr gut, unfassbar gut, aber es muss eine zweite Staffel geben, da warten wir natürlich jetzt drauf. Und so natürlich wieder im Yellowstone-Fieber und so gepackt von der ganzen, von diesem Yellowstone-Universum, haben wir angefangen, einen Yellowstone-Rerun zu machen und haben bereits die ersten 3 oder 4 Folgen der ersten Staffel gesehen. Ja. Hat natürlich jetzt so ein bisschen die Amerika-Vorfreude wieder so ganz, ganz, ganz weit nach vorne gepusht. Und deswegen, weil wir jedes Mal, wenn wir da einreisen, echt einen Föhn kriegen, dass wir teilweise ja 3,5 Stunden da warten und wir sind ja völlig fertig, für uns ist es mitten in der Nacht, haben wir jetzt beschlossen, dass wir am Global Entry Programm teilnehmen. Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, wer nicht weiß, was das Global Entry Programm ist. Man meldet sich auf einer US-Behördenseite an. Das ist die Trusted Traveler, bla bla bla, irgendwas. Und dann sagen die, man füllt einen Fragebogen aus
Dann sagen die, alles klar, dann wenden sie sich mal an ihren Grenzschutz. Ja, dann geht man einfach mit diesem Papier, das man dort ausgefüllt hat, geht man zu einer Polizei. Das muss aber dann Polizeidienststelle am Flughafen sein. Da sitzt der Grenzschutz. Da kann man keinen Termin machen, man geht da einfach hin und dann wird man dort befragt. Ja, und dann gibt man dort die Erlaubnis, dass man komplett durchleuchtet wird. Also, saß ich schon mal im Knast? Habe ich schon mal mit Drogen gehandelt? Habe ich was ganz Schlimmes getan? Also es geht darum, ne, ist man vorbestraft? Und dann klärt man das und guckt auch, weil die große Angst natürlich, dass man da hingeht und da bleibt und keiner einen findet. Man guckt, dass man vielleicht nicht ultra hoch verschuldet ist und für Bekanntes für Wirtschaftskriminalität, Fraud, was auch immer. Ja, und sagt, warum man das haben möchte. Und dann muss man aber leider immer noch, wenn man das erste Mal nach Amerika reist, kann man ein sogenanntes Enrollment on Arrival machen. Das heißt, wenn man das erste Mal da ankommt, geht man nicht zu dem Heinibert, zu dem man da sonst geht, sondern es geht zu einem extra Homeland Security Beamten und der wird einen erneut befragen. Und der möchte sicher gehen, dass man keinen Scheiß vorhat und nicht vorhat, da illegal zu arbeiten. So, und wenn das in Ordnung ist, dann zahlt man $100, die zahlt man aber schon vorher, wenn man das Formular ausfüllt, weil wenn man, die sind auch weg, wenn das nicht gelingt, wenn man, wie sagt man denn, Skeletons in the Closet hat, Leichen im Keller, ja, die sind dann weg. Aber man zahlt dann, man hat dann 100 gezahlt und dann kann man die nächsten 5 Jahre, wenn man dort ankommt, an der Schlange vorbei, genau da, wo die US-Residents, das Botschaftspersonal, die schnelle Schlange, eine Fastlane und das geht ganz, ganz schnell. Das geht auch an einem Automaten, da hält man seinen Pass dran und dann ab dafür. Und das würde alles so dermaßen vereinfachen, dass wir das unbedingt wollen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ihr Lieben, wir haben uns, warte, hier ist es leider nicht drin, aber ja, könnt ihr ja googeln, für die Leute, die das nicht kennen. Asahi habe ich schon mal in meiner Story öfters mal getrunken, ein japanisches Bier, extrem verbreitet, gibt es schon seit Jahrhunderten von Jahren, auch von Suntory. Ich glaube, denen gehört so ziemlich alles an Getränken da, aber Asahi ist so das Bier, was ich am leckersten finde. Ichiban gibt es noch, ich glaube, das schmeckt so ein bisschen pilsner, mehr nach Pilz als nach Lager. Und ich mache immer, bevor ich irgendwo hinfahre, mache ich den sogenannten Biertest. Nicht, dass ich das Bier probiere und sage, okay, werde ich dann da weinen den ganzen Trip lang. Nee, es geht darum, rauszufinden, ob ich am nächsten Morgen verkatert wach werde. Wow. Was heißt, ich versuche irgendwo hier in einem asiatischen Laden oder wenn es amerikanisch ist, dann, aber da weiß ich es ja, ich weiß, was ich trinken kann, ohne einen Kopf zu kriegen. Und dann hole ich mir, keine Ahnung, 6, 7 Asahi, die ich dann abends trinke. Und dann sehen wir, wie es mir am nächsten Morgen geht. Und das ist ganz wichtig, denn die Sorte Bier zu finden, bei dem man keine Kopfschmerzen hat, wenn man sich abends eingenehmigt, ist Gold wert. Das habe ich hier in Deutschland ja gefunden. Und genauso muss ich das auch in jedem Land finden. Zum Beispiel in Marokko ist es Casablanca. Das Bier, für mich kein Thema. Vertrage ich, ist super, super gut. Ja, das war der Plan. Und jetzt war ich hier beim Asiaten und das Asahi, was sonst kistenweise da steht. Kistenweise ist ausverkauft. Und da geht mein Test flöten. Und ich bin ein Control-Freak und ich würde gerne vorher die Sicherheit haben. Ja, die habe ich jetzt nicht. Jetzt habe ich mir Ichiban geholt und jetzt probiere ich da mal ein paar Pullen und dann werden wir sehen. Werden sowieso. Ich glaube, wir werden mit ein paar verschiedenen Bieren japanischen mal hier anstoßen. Genauso wie wir auch die Kleinigkeiten vom Convenience Store, Kombini, wie man im Japanischen sagt, die werden wir testen. Hier zusammen. Ganz wichtig. So, ihr Lieben, letzte Sache noch. eSIM. Anstatt mir eine eSIM zu holen am
Flughafen oder beziehungsweise eine SIM zu holen am Flughafen, bin ich doch ein großer Freund von eSIM und irgendwas, na, Kontrolle, irgendwas, was ich vorher schon checken konnte. Und wir haben uns für Holafly entschieden. In Amerika machen wir immer von der Telekom selbst, T-Mobile, benutzen wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die heißt, glaube ich, ach, die heißt One Month Complete oder so. Und man hat einfach einen Monat lang, weil wir am meisten Monat da sind, haben meist einen Monat alles inklusive. Wir brauchen nicht telefonieren, wir telefonieren nicht. Wir brauchen aber Datenpaket und das mit diesen 50 Gigabyte, 100 Gigabyte, das reicht alles nicht, weil sich alle Filme, die ich jetzt gerade drehe, natürlich sofort in die Cloud packen. Und was ich an Gigabyte da verdrehe, ist ja klar. So, und genauso ist es in Japan. Und wir haben Holafly gefunden. Viele Leute haben mir berichtet, dass sie total zufrieden waren. Die nutzen eins der schnellsten Netze in Japan. Und da wir nur in Tokio sind, kann man sich darauf verlassen. In dem Ballungsgebiet ist dieses Netz sehr gut. Ja, und wir gehen auf Holafly. Nur ist es so, ich habe die Option, ich kann das für 15 Tage buchen oder für 20. Jetzt sind wir ja genau 15 Tage eigentlich da. Also vom. Stimmt das? Ja, so gerade so ein paar Stunden nicht. Und ich will nicht den Fehler machen, dass ich genau, wenn wir noch zum Flughafen zurück wollen, dann mein Netz ausfällt, weil es vorbei ist. Und deshalb aktivieren wir das wirklich erst mittags, nachmittags am Tag der Abreise. Nächste Woche geht's los. 4 Tage noch. Und wir fliegen um 19 Uhr. Wie ihr ja wisst. Mit der Air France in der Business, sprich, wir können am Charles de Gaulle, ein unfassbar beschissener Flughafen, meiner Meinung nach, aber eine gute Lobby, da könnten wir noch eine Stunde, glaube ich, verbringen und um 22 Uhr abends, ja, also schön entspannt, angetrunken, können wir dann aus Paris abfliegen und sofort Haier machen. Wer Haier machen kann, ist ja nicht, kann ja nicht jeder. Ich bin auch so eher so. Geht so, je nachdem, wenn ich den ganzen Tag so gestresst war, so ein Reisetag, wo man dachte, könnte was schief gehen und so, da bin ich gerne immer ein bisschen gestresst und dann habe ich auch gerne mal leider Kopfschmerzen. Ja. Wir werden sehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Die meisten von euch werden das hier wahrscheinlich sowieso nicht tagsüber gucken, weil die Sonne so toll scheint. Ja. Und ich überlege gerade, ob wir uns dann vorher noch mal sehen. Vielleicht. Und wenn nicht, ihr Lieben, der erste Gruß aus Japan in der ersten Nacht, beziehungsweise in der zweiten Nacht, damit irgendwas passiert ist, damit ich irgendwelche Bilder gemacht haben kann, gilt euch. Und dann sehen wir uns. Und habt einen tollen Tag, ihr Lieben. Und bis später.